So, schönen guten Abend, Online-Bundesliga mit 8 Minuten Verspätung doch noch gestartet. Ich spiele jetzt das erste Mal heute auf dieser neuen Plattform. Mal gucken, wie das so funktioniert. Mittelhand. Ja, ich bin noch nicht richtig da. Ja, also das ist jetzt sehr interessant. Der hat eine blanke 10, Herz Doppellusche und eine 10 zu viert und schlägt von der Doppellusche auf. Das ist sehr seltsam. Zehn zu viert, blanke 10 und Doppellusche. Und Dreier Tu. Ja, sowohl die blanke 10 als auch Grand. Okay, ich schlage Karo König auf. Pik 10 ist meine einzige Stärke in dem Spiel. Scheint kein guter Aufschlag gewesen zu sein. Ja, echt mit Karo 10 zu 4 jetzt gespielt, oder was? Gut, er hat zwei Seiten als Alternative, öffne ich Pik. Karo Ass steht blank. So, jetzt war nicht ganz so schlimm. Ein gutes Kreuzspiel können wir schlagen. Ein sehr gutes Kreuzspiel wird schwierig. Doppellusche, blanke 10, 10 zu 4. Danach gab es auf jeden Fall einen Belohnungsgang. Diese Prozente nach dem Namen und 2C plus S. Keine Ahnung, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Wir machen mal Karo auf.
Piek Lusche ist gleichwertig wahrscheinlich. Oh, Mann. Die Dame gehabt hätte, so geschnitten, denke ich. Ja, meistens hat er hier Karo-Ass blank und Pik Ass zu dritt. Der Mann reizt wirklich sehr stabil in der Regel. So. Liegt der Bauer. Ist nicht ganz unverlierbar, aber ein Pflichtspiel. Oh, jetzt sieht es aber ganz gut aus, würde ich sagen. Wir machen erst Pik auf. Wenn wir nicht sieben Karten verraten. 15. Neunundzwanzig. Keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Wir spielen es trotzdem durch. Zwei blanke Asse? Nee. Zwei blanke Asse? Wow. So, ich habe es nicht mitbekommen. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt auch mal drin in der Liste. Gefühlt ist hier die Mannschaft von dem Herrn Listner. Oder der Frau Lissner, ich weiß gar nicht genau geguckt, wer da spielt. Wahrscheinlich spielt er, der Daniel. Glaube ich, heißt er. Ja. Drei Atom. Pik König. Ich weiß nicht, wo wir Pik Ass nach Hause kriegen sollen. Beim Vier Trümpfer vielleicht. Vier Trümpfer, Pik 10 gedrückt. Herz Ass 10. Stimmt, war gar nicht so doll das Spiel, stand aber leider sehr gut. Kann ja auch gar keine 18 mithalten. Gut, wir machen mal Pik 10 auf, weil wir genug Punkte haben mit der Karte. Entweder er hat sich jetzt Herz Ass blank gestellt, das wäre gut.
sollten wir auch auf jeden Fall gewinnen. Ich habe leider nicht mitgezählt. Das war. Hatte jetzt. Oh, ich hätte sogar sehr gut gefunden. Hat er jetzt eigentlich unnötig den Trumpf gespielt, weil kann ja eh nur noch ein Herz haben. Aber geschlagen ist geschlagen. Jeden Fall auch ein Hundeliebhaber, der die Frau oder Herr Bodewig. Herzlusche war bestimmt nicht schlecht. Herz Ass 10 zu 4. Zwei Alte. Jetzt kommen schon volle rein. Behältst du deine Kreuzdame zu dritt oder was willst du machen? Flanke Kreuz sehen. Wir waren noch rausgekommen. So. Spieler 1 zieht von dannen. Beziehungsweise auf jeden Fall. Ja, das Spieler 1. Karotte die Flotte. Ja, gut, ich will eigentlich nicht weiterkommen, deswegen lasse ich ihn jetzt mal gucken. 5, 1, 8. Und 3 Piken. Sehr starke Piken. Schneideritzky. Ja, hier ist nichts, hier rollt nichts. Jetzt könnte einer nach rechts rollen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir 18 sagen. Kreuz und Pik 7. Hopp. Karo Ass und König. Okay. Karo. Trotzdem die 7 aus. Ich hoffe, dass links die Dame kommt. Auch Bauer sogar. Okay. Sollte nicht Herz kommen, das wäre nicht gut. Siebzehn. Trumpf Einschub ist Maximum, ja, hat er gut gespielt. Herz 10 könnte reichen, ich habe nicht mitgezählt, keine Ahnung. Ja. Herz König hätte 60 gemacht, Herz 10 war gewonnen. Gegen 5 Trumpf. Gutes Ergebnis. Ein schöner Gangansatz. Im Zweifel gerade Hand, aber wir können reingucken. Wir drücken die.
Man hat dieses Spiel tatsächlich auch schon mal verloren. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, dass hier beide Jungs und Kreuzkönig zu dritt stehen und Karo rauskommt oder ein Schub ins Herz Ass kommt. Und wir stechen trotzdem. Ich glaube, den habe ich wahrscheinlich ein bisschen Larifari gespielt. Und zwei Nieten sind zu finden. Sieben. Dann müsste es meistens gewonnen sein. Wir können noch sechs volle über Karo machen. Jetzt nicht mehr. Tja, vorhin hat er 2-2 oben gelassen. Bei meinen ganzen Assen ist es halt schwer zu sagen, was hier richtig ist. Ich würde am liebsten, dass er irgendeinen Ass zu dritt spielt, dann mache ich blank auf. Ja, ist mal klar, ich mache trotzdem Karo 7 auf. Diesmal macht der Blank auf, ne? Der Soße. Er weiß, dass ich Karo Ass habe. Wenn er Herz Ass hat, muss er doch natürlich drauf warten. Ich habe schon wieder nicht verstanden, was jetzt hier passiert ist. Ich mache Karo auf, der dreht wieder auf seine Kreuz, der oder die dreht wieder auf Kreuz Doppellusche. Das ist echt der Knaller. Ah, aber hat ja gereicht, trotzdem. Oh, das könnte jetzt ein teures Spiel werden. Müssen wir sagen. Der Listener Daniel. Der Listener Daniel. Ja, okay, wir haben es sehr gut gefunden. 13.
Funktion links. So. Ich habe halt kein zweites Mal Trumpf gespielt, weil es droht ja, dass da ein blanker Bauer kommt und rechts mit drei Bauern jetzt mir die Dinger abholt und dann Karo zurückschiebt. So, 18 sagen wir, ich glaube, dann gehe ich direkt raus mit der Karte. Oh je, oh je, oh je. Weiß nicht, ob das gut, schlecht oder was auch immer ist. Herz sollte nicht rauskommen. Das ist somit das Beste eigentlich. Ja, das sieht jetzt sehr ungefährlich aus. Fast Schneider, die Karte. Haben wir, glaube ich. Also, Pik Dame war auch noch draußen, 35. So. Ich wäre diesmal auch nicht reingegangen, obwohl das Momentum wahrscheinlich, sagt ja man immer, Momentum auf seiner Seite. Grand, einfach Grand. Na dann, spielen wir mal Grand 10 aus. Das müssen ja viele Kreuzen sein. Interessanter Rang auf jeden Fall in Hinterhand. So, dann gedrückt nichts. Okay. Ja, das ist ein Null. Tja, keine Ahnung, ob man den reizt. Ich reiz den jetzt mal. Ja, wenn der Pik drin liegt, gibt es halt ziemlich viele Abwürfe. Ne? Kein Geschmack. Konzil erreicht. Herz, Herzlosche. Zwei passende im Skat. Tja, ist halt die Frage. Meistens hat er eh einen Peak. Muss ich das Spiel reizen? Muss es eigentlich nicht reizen. Und der sechste Trumpf in Herz macht halt meistens ein schönes Spiel, zwei Kreuzen.
Caro König ist auch schon gutes Herzspiel. 22, ja, 23 weg. Kreuz 7, Herz 7. Das ist fast Maximum. So, jetzt müssen wir uns gleich mal um die Ergebnisse kümmern. Irgendwas hat hier schon vibriert. Theorie ist es. So. Naja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich gereizt den oder Na gut. Kreuzpflichtspiel. Manchen Tagen. Nicht auch nichts. Ich spiele trotzdem von oben. Ach, ja, ich muss es jetzt. Schon. Einfach Kreuz verloren. Kreuz Lusche macht 0. Ich habe aber kein Interesse jetzt gerade nach dem Spiel. Das Spiel ärgert mich jetzt auch wirklich ein bisschen. So, mehr das mit dem Ergebnis gucken, das ist halt. Krieg nix, krieg nix. Krankenansatz für weg, weg verloren. Ja, ich war jetzt ein bisschen zu offensiv wahrscheinlich. Erstmal sieht es so aus, als wenn ich alles richtig gemacht habe. Aber er macht bei Blank auf, oder was? 13,34.
Ja, Danilo wäre nicht zu reizen, es war wirklich ein Mannschaftswettbewerb mit Informationen. Vorher hätte ich den natürlich genommen, aber ich wusste nicht, so wieder so ein Mega-Ansatz. Diesmal wird wenigstens gereizt. Wir mal, was passiert. Okay, zwei Piken gefunden. Ich drücke auf 14. Ich stifte einfach, obwohl ich mir die Spiele selber so schlecht mache, versuche ich ein bisschen Verwirrung zu stiften. So, was ist denn mit dem nächsten? Gefühlt muss ich reizen. Mit vier den Gang verloren. Ja, ohne vier natürlich. Ja, das war's dann jetzt auch. Keine blanke Kreuz 10. Ja. Ja. Nicht viel richtig gemacht in dieser Liste. Jetzt gibt's Turbulenzen. Ich hatte mir Herz 7 eigentlich gewünscht als Aufschlag. So, ist das ein Rollmops? Der vierte Mann schreibt nichts. So, dann kann man was ganz schnell.
Wir schenken noch mal einen Stand. Ja, in der Mannschaft gegangen, ohne Bieren verloren dafür. Hätte man jetzt nicht antreten müssen, ne? Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay, 22 weg. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus mit der Karte 6 gedrückt. Bei 22 muss er eigentlich Pik aufmachen, ja. Logisch. Selbst wenn Pik 10 da zu dritt ist, genau. So eingeplant. Oh, das ist nicht gut. So, was haben wir denn jetzt? 20. Müsste Schneider sein Gefühl. Karo ausgefunden und Gang ohne Fünf verloren. Naja. So, 6. Oh Gott, Schneider verschenkt auf jeden Fall. Oh, doch nicht. Auf jeden Fall komplett den Faden verloren. So ist Skat. Sei vielleicht auch ein bisschen Gewöhnungsprobleme, da ich wirklich erst jetzt dieses Plattform, diese alte Plattform nicht mehr. Beziehungsweise die neue Plattform, das erste Mal jetzt heute quasi so richtig spiele. So, jetzt ist was gekommen. Okay. Der hat sich erholt. Immer Black auf. Mann, war das. Alles war wunderbar gespielt, meine Güte. Du musst nur Karo 10, Karo nach. Dann steche ich und kann nochmal laden. Und Feierabend. Ich glaube, die sind sowieso durch, das ist jetzt nicht so schlimm, aber Platz. Wir sollten wenigstens Platz 2 irgendwie unter Kontrolle behalten. Nee.
Sieht auch nicht gut aus. Ja, das hätte eine gute Liste werden können, wenn man einmal mehr gepasst hätte. Ich habe das Spiel sogar mit Versicherung gedrückt. Billiger werden wir die nicht mehr kriegen. Am Anfang gar nicht gespielt und jetzt irgendwie schon 15 Spiele, 13 gewonnen und trotzdem keine 1000. So, Roberto Blanco kommt auf die Bahn.
Ja, schneller geschrieben. Ich mache das. Kann so machen. Ich habe das schon ab und zu so gemacht. Achtundvierzig, jetzt müssen wir noch gewonnen haben, oder? Alles unwichtig. Was macht? Kann die König jetzt stechen? Ja, okay. Die Geschichte ist vorbei. Vielen Dank und bis bald.